Am 3. Juli, noch vor der Sommerferien, sollen Schaffhauserinnen und Schaffhauser unter anderem über die Reduktion der Prämienverbilligung abstimmen. Mit der würden wir dem Ziel des Entlastungsprogramms 2014, das vorgesehen, bis spätestens im Jahr 2019-20 rund 47 Millionen Franken einzusparen, einen Schritt näher kommen. Für die meisten Vertreter der Linken im Schaffhauser Kantonsrat ist das aber der falsche Ort zum Sparen. 10% wäre da, wo man mal gefunden hat, ja, da kann ein einzelner Privat eine Krankenkassenprämie zahlen. Mittlerweile sind wir bei 15%. Und da, wo man das Gesetz eingeführt hat auf die Bundesebene, hat man dem Volk versprochen, niemand muss mehr als 10% zahlen, der Rest wird quasi vom Staat wieder rückerstattet. Oder? Und das Erstaunliche am Ganzen ist einfach, da gibt es unglaubliche Spirale nach oben. Und genau diese Aufwärtsspirale treffe ich schlussendlich die Familie. Laut dem Jürg Tanner sogar noch mehr, als wenn man den Steuerfuss um 1-2% erhöhen. Der Bürgerliche wirft den SP-Kantonsrat vor, nur die Reichen zu bevorzugen und den Mittelstand gar nicht. Wir sind sehr gut hier im Kanton Schaffhausen im Vergleich zu anderen Kantonen. Wir sind bei der Prämie, bei der Krankenkassenprämie, bei weitem nicht bei den Kantonen, die die höchsten Prämien haben. Und ich glaube nicht, dass der Kanton Schaffhausen durchschnittlich die ärmere Bevölkerung hat wie andere Kantone. Es sind natürlich sehr viele Leute, die hier von dieser Prämienverbilligung profitieren. Und das macht, wie gesagt, etwa 40 Millionen aus im Jahr, die hier ausgewirkt oder über 40 Millionen. Und ich denke, da liegt ganz sicher noch etwas drin, wo man hier sparen kann. Trotz dem grossen Sparpotenzial, das Hans Schwaninger bei der Reduktion der Prämienverbilligung sieht, im Hinblick auf die Volksabstimmung im Sommer, weiss er, dass es nicht ganz einfach wird, die zugunsten der Bürgerlichen zu entscheiden. Man wird gut argumentieren beim Volk. Es ist ganz klar, wenn fast 50% der Bevölkerung Prämienverbilligung bezieht, dann würden die logischerweise diese Massnahmen nicht unterstützen. Ich glaube natürlich, das Volk hat einmal da nicht wollen, dass man da spart. Und ich bin fast sicher, es auch das zweite Mal nicht. Für die SVP und FDP sei es dann laut Jürg Tanner endlich Zeit, Farbe zu bekennen und sich entweder für die Familie und KMUs auszusprechen oder dagegen.